Können wir ein gemeinschaftliches Wuff für den Chat haben? Die Gemeinschaft? Nicht. Okay, Paco ist nicht da. Dante Kenny ist da, der hat einen Wuff gegeben. Bisa ist auch da, hat auch einen Wuff gegeben. Sehr gut. Alle da. Oh, das sind doch ein paar hier. Ja, Lumi auch da. Wolf, was tun wir jetzt? Erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben oder so. Schwank aus meinem Leben? Ja, da ist derzeit nicht so viel. Ja, was willst du auch machen, ey? Das ist halt das Problem. Lernen, Nachhilfe geben. Das ist halt alles. Ja, unterhalten werden will, muss meine Projekte gucken. So einfach ist es. Wie ist denn das eigentlich, du dann als Nachhilfelehrer für die Kinder jetzt, so nachdem sie ein Jahr Homeschooling wahrscheinlich mindestens hinter sich haben, auch sowas wie der Psychotherapeut oder wie ist das? Och, es geht eigentlich. Die meisten sind jetzt nicht irgendwie angeditscht. Die waren halt bloß faul und haben nichts für die Schule gemacht in der Zeit. Hallo? Ja gut, das hätte ich auch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt das Problem, wenn du es mit Kindern zu tun hast. Inox, hab ich was nicht mitbekommen? Bist du Vater? Was? Du hast viel nicht mitbekommen. Warum macht mein Chat Wuff? Weil ich sie darum gebeten habe. Achso, du hast sie darum gebeten, dass sie alle mal Wuff machen? Ja, damit man mal sieht, wer da ist. Ah. Und Bisa will, dass ich beim Telefonieren gemutet werde. Bisa, das geht nicht. Es ist wichtig. Also wenn ich hier im Stream von meiner Mutter einen Anruf bekomme, ist es wirklich wichtig. Deswegen mute ich mich. Dann geht es nämlich immer um den Genesungsprozess von meinem Dad. Und so wie es aussieht, kriegt er nochmal 3 Wochen Reha. Bedeutet, ich darf wahrscheinlich nochmal 1-2 Wochen auf den Vogel aufpassen in der Wohnung meiner Mutter. Naja, das ist es wahrscheinlich wert, wenn es ihm dadurch besser geht. Ja, meine Mutter hat heute mit dem Hauptarzt gesprochen. Und der Hauptarzt bei der Reha-Praxis geht davon aus, dass wenn er nochmal 3 Wochen nimmt und die genehmigt bekommt von der Krankenkasse, dass er keinen Rollstuhl braucht und wir das Bad nicht umbauen müssen und er kein Krankenbett braucht. Weil alleine aufstehen kann er schon. Und er geht davon aus, mit weiteren 3 Wochen Übung und Muskelaufbau braucht mein Vater keine Hilfsmittel, um den Alltag zu bewerkstelligen. Außer alles, was man halt 2 Hände braucht. Zum Beispiel Essen schneiden oder sowas in der Richtung. Weil der rechte Arm ist halt noch nicht da. Und der wird in 3 Wochen noch nicht kommen, aber sie gehen davon aus, dass in spätestens einem Jahr der Arm wieder da wäre. Also das ist die Prognose von dem Arzt, weil der Anfang und jetzt gewertet hat und gesagt hat, das ist sehr krass. Ja, das sind mega Neuigkeiten. Ich bin auch gerade echt begeistert. Also ich... Ja, das freut mich auch. Es ist richtig, richtig cool. Jetzt muss ich nur noch wahrscheinlich nächste Woche oder morgen wahrscheinlich noch gefühlte 2 Stunden mit der Krankenkasse diskutieren. Aber meistens ist es ganz einfach. Man sagt der Krankenkasse, möchten Sie so viel Hilfsmittel ausgeben? Ein komplettes Bad umbauen? Geht alles auf die Kosten von der Krankenkasse. Oder geben sie ihm 3 Wochen mehr Reha und dann brauchen sie den ganzen Käse nicht. Und dann reagieren die eigentlich recht kooperativ. Gut, spielen wir, würde ich sagen. So, spielen wir nochmal American Football. Nox hat das ja noch nicht gespielt. Ja, großartig. Mal wieder was ich kann. Ist doch nicht schlimm. Der Wolf eigentlich noch da? Was? Nö. Nö, okay. Der ist eingeschlafen. Verdammt. Ja. Der Nox ist ja am Freitag keine Zeit. So schade. Ja, der Nox, der hat gesagt, er geht mit anderen Leuten in eine Bar. In der Bar? Ja, Mann. Da gehen wir uns vorher schön wahrscheinlich trotzdem nochmal testen, obwohl wir geboostert sind alle, aber. Ja, sollte man. Oder vielleicht sogar logischerweise eher danach, wenn man egoistisch die Sache betrachtet. So wie er es auch, würde ich sagen. Den sehe ich als sinnvoll an. Ah, fuck. Das war fast gut, aber da ist er jetzt. Ja, sehr gut.
ist für die Wand. Jawohl, Wolf. Ja, der Wolf hat's gemacht. Irgendwer muss es machen. Das sagst du jedes Mal. Ja, und es macht nie jemand anders. Aber lapp ab. Was? War nicht? Hat den Ball auch nicht bekommen. Ich hätte auch schwören können, ich hätte ihn bekommen. Was macht der denn da oben an der Decke? Der Spielmodus lässt mehr als 3 Leute tun, ne? Ja, 4 pro Team. Wieso? Hättest du noch jemanden? Nö, ich hätte ja eigentlich gedacht, dass da bestimmt so Leute wie Isa dabei sind. Isa ist eben auf der Arbeit. Arbeit, und da guckt er sich so einen Stund an. Der hört's nur. Das ist ja das Lustige, er hat mir gesagt, er hört mich. Also er hört uns nur. Er hört uns nur zu. Deswegen, wir müssen viel reden, damit der Bisa auch Unterhaltung hat. So, erstmal explodieren. Lassen wir den hier explodieren. Oh, zu kurz. Obwohl, ich nehme ihn. Oh, also ich fand den Pass super. Ich auch, ich habe ihn reingemacht. Toll. Oh, der andere Cut, die haben seine Finger noch dran bekommen. Ich habe nur 3 Punkte. Ah, dann nochmal die Fies. Das Dach dran bekommen. Klingt doch schon mal sehr positiv. Ja, Paco, klingt sehr positiv. Aber ich muss gestehen, ich zwischenzeitlich waren wir uns nicht sicher, ob das alles noch so gut wird und wie viel Stress auf uns zukommt. Aber das ist mal die erste Prognose, die echt wirklich sehr positiv klingt. Kurz, kein Grund, mich umzutackeln. Doch. Nein! Oh, Freude! No. Sehen zu 0 ist wirklich etwas hart. Verfuchs, nee. So darfst du es nicht sehen. Ein Wurf gibt 3 Punkte und wenn du reinfährst, gibt 10. Also im Prinzip gibt 7. Manier. Nein! Oh, Glück gehabt. Er hat ihn verworfen. Aber sein Kollege ist noch da, der ihn auch noch verworfen hat. Oh mag ich das. Oh, ey. Bumm. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn auch. Sehr gut. Jeder hatte ihn mal. Einer. So nicht, Hut. So nicht. Doch. Einer. Oh nee, doch nicht meine. Wolf hat ihn geklaut. Ein Wolf. Nein, er hat mich abgedrängt. Okay. Nope, hat ihn reingemacht. Nope. Wieder da. Ah, okay, ja. Herr Fuchs, was spielst du denn eigentlich Schönes? Was spielst du denn Schönes? Ja, böser Wolf. Ja, Ausrufezeichen Tadelwolf. Nein, der Wolf macht das gut. Nein, ich bin Nein. für Tadelwolf. Nein, den habe ich nicht bekommen. No, halte ihn auf. No. Irgendwer hat mich umgehauen. Ups, das hätte fast geklappt. Aber nur fast. Ja, aber nur fast. So. Warte mal vor. Wurf. Und. Ja, das sieht doch fast schon gut aus. So, nee, der Orangen hat ihn gefangen. Der Orangen macht ihn fast selbst rein. Verdammt, der hat nicht. Ja, ich habe versucht rein zu tackeln, aber es hat nicht geklappt. Oh oh. So. Wart. Fahrt, meine Kinder, fahrt! Rettet den Ball! So. Man hat dann spontan keinen Booster mehr in dem Moment. Richtig, richtig, richtig. Damit die anderen hinterherkommen können. Damit die anderen hinterherkommen können. Deswegen kannst du werfen. Aha, gut zu wissen. Hätte man erwähnen sollen. Schon zweimal wäre es gut gewesen. Du kannst mit Dingen. Ja, naja, wir haben uns gedacht, das merkst du schon. Mit, ich weiß gerade nicht, rechtem Ding oder linkem Steuerknüppel beim Xbox. Wo das bei dir dann ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nämlich, was du spielst. Xbox, ja. Also entweder rechter oder linker zum Reindrücken ist es. Kann ich dir gleich sagen. Was genau? Werfen. Warte mal, warum habe ich den jetzt einfach nur fallen lassen?
Also werfen mache ich normal immer einfach mit zweimal A. Ah, stimmt. Das, genau, zweimal A war's. Zweimal springen. Mit Steuerknüppel kannst du ihn einfach fallen lassen. Das war's. Aber er hat ihn noch mal losgelassen vorher, der Depp. Ja, ich verstehe es auch nicht. Er wollte nicht so... Warum gibt es so wenig Punkte, ey? Aber dann nicht reingeklankt hat. Touchdown mit 7 Punkte. No! Laker hat ein Eigentor geworfen. Nix, böser Wolf. Guter Wolf. Wolf macht alles gut. Nee, Nox nicht alles, aber viel. Nox war's, aber... Werfen! Warum? Hat er gemacht. Warum nicht werfen? Gut, mein Block war auch scheiße. Hab ich gerade gesehen. Wir sind alle drei sind an mir vorbeigekommen. Ich wollte einen sprengen. Nox, du darfst nochmal. Also, keine Ahnung, wie, mit was man wirft. Also, Doppel A. Einmal A. Ah! Kam bisher nicht an. Doch, haben wir schon gesagt. Also mit dem anderen irgendwas von rechter Trigger hast du gelabert. Nee, dann lässt ja, man nur los. Gesagt, ah. Immer auf den Wolf hören. Wabalabab, der Wolf hat keine Ahnung. Davon viel. Nox macht ein Tor. Und da sind wir wieder dran. Ausgleich. Da sind wir wieder dran. Außerdem ist es meine Vorlage, das ist noch besser. So ungestört, aber keiner in der Reichweite. Eben, richtig gut, ey. Die ganze Zeit gedacht, gleich musst du werfen, weil einer kommt, aber... Oh, kam ich nicht dran. Oh, gut, Nox. Gut gefangen. Und ab ins Tor springen. Sehr gut. Perfekt. Ja. Guckt ihn an. Wie ein Profi. Da sagt ja, er, Nox da sagt macht er, das hier. Da sagt er, das ist nicht sein Modus. So gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wie man ja merkt. Ja, aber dafür. Also willst du sagen, bist du MVP. Willst du jetzt sagen, es ist Anfängerglück? Gib mir den Ball. Also Richtung. Dann warne ich auch noch mal die letzte Sache vor, die dir noch keiner gesagt hat, Nox. Wenn du irgendwo hochfährst, kann die, wenn du dann kommst du ins Aus, dann lässt du den Ball automatisch deswegen, los. Du siehst am Rand siehst du so eine Linie, wo so ein Ball drauf leuchtet. Bis dahin darfst du mit Ball, alles drüber hinaus, lässt den Ball los. Meinst du mal jetzt noch den Ausgleich? Können sie ja nicht mehr. Aber er guckt euch an, der Wolf hat sich noch den MVP geschnappt. Ja. Er hat ihn dem Nox nicht gegönnt. Also einen machen wir noch. Oh verdammt, ich hatte vergessen auch meine Nachricht zu schicken, diesmal. Nox, du musst bereit machen. Ja, ich hab gerade irgendeinen komischen Gegenstand erhalten. Ah ja. Einen komischen Gegenstand. Drei Viertel invertiert. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas invertiert ist es meistens. Aber Firefox hat mir immer noch nicht gesagt, was sie so streamt an Spielen. Vielleicht ja irgendwelche interessanten Sachen. Will sie mir aber nicht sagen. Oh, und weg ist er wieder. Okay. Und schöner Zusammenstoß. No, Mist. Nein, hab ich dich erwischt. Weg mit dir. No. Hatte ich ihn noch weggetackelt, dann kam ich nicht mehr hin. Okay, ich kriege. Oh Mist. Hat mich gleich mal. Oh, ein schöner Wurf. Und drin. Meine Vorlage. Der Laker hat mir den Ball geklaut.
Auch gerade gedacht, aber in dem Spiel ist es ja eigentlich wie beim Football absolut sinnvoll, in den Gegner, der versucht, deinen Teamkollegen den Ball abzunehmen, reinzufahren, ihn zu zerstören. Das ist richtig, ja. Im Gegensatz zu den anderen Spielmodi. Du kriegst auch was dafür, wenn du das machst hier tatsächlich, dann als Missionsbelohnung. Nein! Aber immerhin hast du... Stelle ich mich schon im Weg und dann... Aber es ist in Ordnung. Es wurde reduziert auf 3 Punkte. Es ist besser, als wenn sie 7 kriegen. Das ist richtig. Gut gewarnt. Gut aufgenommen, Wolf. Spring. Ne, sie haben mich leider erwischt. Was ist denn mit dem Laker nicht in Ordnung? Hä? Warum nimmt mir den Ball denn ab? Weil der blöd ist. Hä, was? Wieso? Wieso ist der so schnell? Ich dachte, der hat keinen Boost. Er hat aber geworfen. Wenn er sich vorher beschleunigt, kann das Momentum noch nutzen. Das Mann, ey. Hat geworfen, hat Nitro gemacht. Was für Moves, Alter. Ja. So, dann haben wir den jetzt auch mal, dass er seinen Ball verliert. Einfach nur, weil ich will. Nein! Nein, das war so gut. Das sah so gut aus, Nox. Auf geht's. Machen wir nochmal. Hey! Ich bin davor abgefahren. Ja. No. Das war sogar wieder einer von denen. Ich möchte ein neues Team. Der Laker geht mir auf den Nerv. Der Laker geht mir auf die Nerven. Wieso sagt deinem Chef, du musst mitspielen? Ja, er soll dir mal einen Rechner, er soll dir mal einen Gaming-Rechner dahinstellen zu deiner Arbeit. Die sind aber auch gut. Sind aber die gleichen von gerade eben. Nee, die von eben sind weitestgehend rausgegangen. Nee, die haben doch alle auf Englisch. Schön. Ja, aber das war nur, weil ich den Gegner reingerammt habe. Hab nur 3 Punkte. Guck. Ah, Bomb. Hab nur 3 Punkte. Isa, kannst du ja deinem Meister als andere Option geben, dass er mitspielen muss, genau. Wenn er dir nicht freigibt. Nein, ich habe ihn wieder verloren. No. Weg mit dir. Fox, ja. Ich wollte dahin. Autsch. Voll gerannt. Nein! Oh. Ein Meister hat seit heute 17 Uhr Urlaub. Ah. Ja, wir kriegen gerade voll auf die Nase. Guck mal, wie der da trotzdem durchkommt, ey, mit 3 Leuten davor. Ja, das ist der Schwung. Lecker geht mir voll auf den Nerv. Das gegen deine eigenen Teammates. Ja. Der mir halt jedes Mal den Ball klaut. Hol die 9. Versuch's. Okay. Nein. Nein, komm wieder runter, Ball. Komm bitte wieder runter. Nein. No.
einer ist echt gut. Ja. Max, ich wollte dir gerne den Ball abnehmen, aber... Ja, oh, sehr gut. Oh. Gut, dass du da warst, Wolf. Ja. Ah, du hast einen Laptop dabei, mit dem du Fotos bearbeiten möchtest. Jawohl. Ja, aber das gab auch nur drei, leider. Geh mit ihrer heiligen Magrele hier. Erwischt, oder? Ah, der wäre mich froh. Ja, ja, und? Ich versuch's, aber nee. Der hat mal abgenommen. Ah. Da hab ich ihn nicht. Nicht, weil ich ihn auch nicht hab. Doch, jetzt hab ich ihn. Nein! Stück weiter links. Ich weiß, aber ich wurde angeschnickt. Nein. Doch, wurde ich. Glaub mir. Nein, jetzt hab ich Nox gedreht. Ah, ich hatte ihn kurz. Gib den Ball wieder her. Ah, oh, ich wurde gesprengt. Niest. Niest. Das war's gewesen. Ja. Doch. Aber jetzt gehen wir wieder in einen anderen Modus. So. Ab ins Hauptmenü mit uns.